Hallihallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem ganz besonderen Video hier. Ja, ich habe hier schon auf Instagram am Freitag, war das glaube ich, Freitagabend so ein bisschen angeteasert quasi, dass heute ein besonderes oder für mich sehr wichtiges Video quasi online kommen wird. Vorweg für alle, die jetzt wahrscheinlich dachten, so ich bin schwanger oder keine Ahnung was. Nein, bin ich nicht. Sonst würde das schon direkt im Titel stehen und ich hätte es euch bestimmt nicht so kurzfristig gesagt, sondern hätte euch schon ein bisschen länger darauf vorbereitet. Ja, ich habe mir absolut gar keine Notizen gemacht, deswegen es kann sein, dass ich manche Sachen ein bisschen öfters wiederholen werde. Ich sage es jetzt am Anfang, ich weiß, dass es wahrscheinlich sowieso nicht funktioniert. Ich versuche mich zu beeilen und kurz zu fassen. Wir haben heute den 1. Dezember. Ich wünsche euch erstmal allen einen schönen ersten Advent und einen schönen Start in die Weihnachtszeit. Und so viele haben mich dieses Jahr gefragt, ob Vlogmas kommt und weil ich mache seit 2015 Vlogmas und deswegen, klar, kann ich verstehen, dass da super viele kommen von wegen, machst du dieses Jahr wieder Vlogmas, wir lieben deine Vlogs und keine Ahnung. Das hat mich natürlich mega gefreut, aber wenn ich mir mal so die Zahlen von letztem Jahr auch angeguckt habe, man muss ja auch ein bisschen immer daran denken. Viele denken immer so, oh mein Gott, du gehst nur nach Aufrufen, nur nach Zahlen, was auch immer. Ja, irgendwo schon, weil es ist meine Arbeit. Und wenn ich irgendwas mache, was natürlich zahlentechnisch auch von meiner Community halt einfach nicht gut ankommt, ergibt es für mich wenig Sinn, sowas im nächsten Jahr oder sowas eher gesagt nochmal zu wiederholen. Deswegen dachte ich mir so, okay, wie gesagt, die Aufrufe waren nicht so grandios, dachte ich mir, sowas möchtest du nicht nochmal machen. Und ich habe mir halt einfach irgendwas anderes für dieses Jahr überlegt. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass dieses Jahr kein Vlogmas online kommen wird und das ist auch so. Dafür wird aber dieses Jahr ein Christmas Countdown auf meinem Kanal starten. Ja, und zwar startet der heute und das letzte Video kommt am 24. Dezember erstmal online. Ja, ich dachte mir einfach, es wäre ganz cool, wenn ich euch, trotz dass es kein Vlogmas online kommt, trotzdem 24 Videos dieses Jahr oder diese Weihnachten geben werde. Und zwar kommt das erste Video, wie gesagt, heute online. Und es kommt jeden Tag, also am 2., 3., 4., 5., 6. bis zum 24. Dezember ein Video online. Zwischenzeitlich freitags kommen natürlich immer noch die Xmas with Janessa Videos online, genau wie am 24. Dezember. Also freitags und am 24. kommen die Videos immer um 17 Uhr online. Und die ganzen anderen Tage immer um 16 Uhr. Also wie gesagt, ihr bekommt jetzt 24 Tage hintereinander ein Video. Es werden aber nicht nur Vlogs dabei sein, sondern es werden auch noch normale Videos sein. Klar, der Hauptteil werden Vlogs sein, wie wir hier dekorieren, wie wir, keine Ahnung, unsere Vorweihnachtszeit erleben, gestalten, was auch immer. Geschenke besorgen, einpacken, ich habe keine Ahnung. Halt so dieser, ich würde sagen, typische Vlogmas-Kram, nur halt nicht als Vlogmas, sondern halt als Christmas-Countdown. Ja, jeden Freitag kommen halt dann noch die Xmas with Janessa-Videos online, plus, oh sorry, plus zwischendurch kommen immer mal wieder noch normale Videos. Heißt, wie gesagt, ich versuche 24 Videos jetzt hintereinander hochzuladen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es immer funktionieren wird. Tim ist angestellt, ich muss mich so, was die Videos angeht, ein bisschen nach ihm richten. Viele Videos kann ich ohne ihn einfach nicht drehen. Meistens passiert halt auch zum Beispiel sonntags nichts, dass ich da vloggen könnte, dass es dann montags online kommt. Deswegen habe ich mir dann halt so Gedanken gemacht, dass ich vielleicht für montags irgendwie halt ein normales Video hochlade, damit ich sonntags halt in dem Sinne nicht den Stress habe und unbedingt was vloggen muss, was ja dann sowieso langweilig wäre. Und für euch nicht interessant, deswegen dachte ich mir, wäre das somit die beste Lösung. Genau, das so zu der ersten Ankündigung. Und das zweite mega coole ist, ich denke mal, ihr könnt euch noch daran erinnern, dass ich die letzten zwei Jahre immer an den Adventssonntagen was verlost habe. Und das wird dieses Jahr auch wieder so sein. Und zwar fangen wir heute direkt damit an. Und zwar könnt ihr heute auf meinem Instagram-Account ein Grillido-Paket gewinnen im Gesamtwert von über 30 Euro. Ich habe euch da was zusammengestellt und ja, wie gesagt, die Verlosung findet auf Instagram statt. Ich habe das alles so ein kleines bisschen abwechselnd gemacht, also dass ich quasi Instagram und YouTube-Verlosungen habe. An Nikolaus kommt zum Beispiel hier auch eine Verlosung online. Ich glaube am 3. Advent oder so. Ich werde euch das auf jeden Fall alles nochmal hier hinschreiben, wann hier auch Verlosungen online kommen und wann auf Instagram Verlosungen online kommen. Einfach damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst. Am 24. Dezember ist hier natürlich auch die Xmas with Janessa Verlosung noch. Also die dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt hier wieder einiges gewinnen. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen, um die kommenden Verlosungen nicht zu verpassen. Denn ich habe dieses Jahr wieder so
so wirklich so, so tolle Firmen, die mir beiseite stehen und mir einfach für euch super schöne Sachen zur Verfügung gestellt haben. Ja, ich glaube, das ist, was Verlosungen angeht, auf jeden Fall mein Lieblingsjahr, denn es sind wirklich so viele tolle Firmen dabei. Es sind so viele tolle Kooperationen für euch. Und ich dachte mir, das wäre halt einfach perfekt, um euch einiges halt auch wiederzugeben, was ihr mir das Jahr über quasi gegeben habt. Und ja, ich hoffe natürlich, ihr konntet dem... Ich nerv meine Haare hier, ey. Ich hoffe natürlich, ihr konntet mir so folgen mit dem, was ich euch jetzt hier so erzählt habe. Falls nicht... Schaut auf jeden Fall nochmal unten in die Infobox, da werdet ihr nochmal alle Infos, Details, was auch immer aufgelistet finden. Und ich hoffe natürlich, dass ihr euch darüber freut, dass jetzt wieder jeden Tag ein Video online kommt bis zum 24. Natürlich nicht immer Vlogs, aber der Hauptteil wird schon aus Vlogs bestehen. Also ich glaube schon bei den 24 Tagen, dass da locker 18 Vlogs bei sind. Also wie gesagt, seid gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch und ihr könnt mir ja gerne mal unten in den Kommentaren den Weihnachtsmann, den... Tannenbaum oder das Schneeflocken-Emoji dalassen, wenn ihr euch auf die kommende Zeit freut. Ich würde mich einfach, wie gesagt, sehr über euer Feedback unten in den Kommentaren freuen, über ein Däumchen nach oben. Und dann wünsche ich uns allen jetzt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, euch einen schönen ersten Advent und wir sehen uns direkt morgen um 16 Uhr bei einem neuen Video wieder. Tschüss!